Mitte der 90er Jahre hat Iglo begonnen, eine eigene Marke zu lancieren, Limes, und 2003 Archimede. Dieses Video ist der Kickoff für insgesamt 6 Videos über 6 verschiedene Uhren, die ich drehen konnte und euch über die nächsten Wochen zeigen werde. Iglo baut Gehäuse für einige bekannte Marken, die nicht genannt werden wollen, aber es ist wirklich ein sehr renommierter Hersteller mit einer sehr großen Expertise über über 90 Jahre im Gehäusebau. Es ist noch eine dritte Marke, die zu Iglo gehört, aber die möchte ich in diesem Video nicht vorstellen. Das ist Autran und Viala. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Dieses Video ist der Start einer kleinen Serie über 2 Uhrenmarken der Iglo GmbH, Archimede und Limes. In diesem Video möchte ich euch die Firma Iglo als solche ein klein wenig näher bringen. Und um das vorwegzustellen, das ist das erste Mal, dass ich eine solche Serie mache. Ich habe da wirtschaftlich nichts von. Es ist keine Werbung, sondern es ist nur meine Meinung zu der Firma und mein Spaß und meine Freude daran, euch die Sachen vorzustellen. Ich habe nichts bekommen, um die Uhren zu bekommen. Ich habe nichts bezahlt, um die Uhren zu bekommen. Mein Kanal läuft ohne Werbung. Ich habe keine Partnerprogramme. Ich verdiene keinen Cent an diesen Videos. Das Einzige, was ich bekommen habe, und das hat mich wirklich gefreut, lasst mich gucken, wo ich es habe. Ich habe einen Schlüsselanhänger bekommen, als ich die Uhren bekommen habe. Das ist also, wenn ihr so wollt, meine gesamte Bezahlung. Insofern freut euch drauf. Ihr könnt, wenn euch das gefällt, auch gerne ein Abo da lassen. Klickt einfach unten rechts oder am Ende oben rechts und ihr verpasst keines der 6 noch kommenden Videos aus dieser kleinen Serie. Ja, wie erwähnt, hat Iglo eine 90-jährige Geschichte im Gehäusebau und ist mittlerweile in der 4. Generation familiengeführt. Die Lisa Iglo, mit der ich regelmäßig gesprochen habe, ist die Tochter, ihr Vater ist auch noch im Betrieb und soweit ich das mitbekommen habe, arbeitet auch die Mutter dort noch mit. Also ein wirkliches Familienunternehmen und das merkt man an allem, wenn man mit ihnen spricht. Es ist sehr viel Herzblut dabei. Ich zeige euch mal ein Bild über unterschiedliche Gehäusetypen, die alle im Hause Iglo gemacht werden, produziert werden. Finde ich sehr, sehr interessant, insbesondere weil die gesamte Fertigungstiefe bei Iglo sehr hoch ist. Es sind die Gehäuse, es sind die Zeiger. Sie haben eine Laserschneidemaschine, mit der die Zeiger geschnitten werden. Die werden im eigenen Unternehmen Temperatur gebläut, wenn sie eingesetzt werden. Also wirklich sehr, sehr viel Manufaktur, wenn man den kompletten Wertschöpfungsprozess betrachtet. Die Gläser und die Uhrwerke und zumindest auch die Lederbänder werden zugekauft. Der Rest ist weitgehend in-house produziert und das finde ich extrem bemerkenswert. Die 2 Marken, die zu Iglo gehören, die ich heute vorstellen möchte, sind einmal Limes und einmal Archimede. Wenn überhaupt, ist wahrscheinlich Archimede deutlich bekannter als Limes. Ich habe wirklich lange über diesen beiden Marken gebrütet und habe mit verschiedenen Sammlerfreunden gesprochen, wie diese Marken sinnvoll und scharf gegeneinander abzugrenzen sind und wie man das machen könnte. Es ist keinem richtig leicht gefallen und eigentlich wollte ich mir meine eigene Meinung bilden und nicht den Wortlaut des Herstellers verwenden, aber ich bin nicht wirklich weitergekommen und habe dann die Lisa Iglo angerufen und habe festgestellt, dass auch bei Iglo es nicht eine hundertprozentig scharfe Trennung zwischen den beiden Marken gibt. Es sind 2 eigenständige Marken mit einem eigenständigen Produktportfolio. Und wenn ich es formulieren müsste, dann würde ich sagen, Limes ist eine Nuance höher angesiedelt als Archimede, hat vielleicht die etwas feineren Uhren. Wobei, wenn ich mir von Limes die Taucheruhren angucke, professionelle Taucheruhren, Tauchchronograph mit einer Tauchtiefe von 1000 Metern, dann ist das auch nicht eine feine Uhr, sondern eine extrem robuste Uhr. Archimede ist vielleicht ein klein wenig mainstreamiger. Die Fliegeruhren sind näher am klassischen Vorbild.
Auf der anderen Seite hat Archimede auch die Klassiklinie, die 1950er-Linie, die Deckwatches. Das sind also auch eher feinere Uhren. Aber Archimede verbaut auch schon mal ein Miyota 9015, also nicht nur ETA-Werke. Es ist vielleicht mit aller Vorsicht ein klein wenig einfacher gehalten, auch in der Gehäusekonstruktion, im Aufwand, der betrieben wird, um die Gehäuse zu machen. Aber der Unterschied ist nicht sehr groß. Die Produktportfolios unterscheiden sich aber erkennbar, ohne dass ich wirklich eine trennscharfe Linie ziehen könnte. Beide Marken haben ein sehr breites Produktportfolio mit einer unglaublichen Vielfalt von Uhren. Die einzelne Uhr in ganz, ganz vielen Varianten. Ich zeige euch, während ich euch das erzähle, einige Bilder von Uhren, die ich nicht vorstellen werde. Die ich vorstellen werde, die zeige ich euch heute nicht, denn dafür gibt es dann ein ausführliches und ein langes Video über die nächsten Wochen. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt ein kleines bisschen besseres Gefühl für die Firma Ikler. Der Name ist euch ein Begriff. Ich schätze die Firma sehr. Ich schätze die Leistung sehr und ich mag auch die Uhren sehr, insbesondere weil ich den Eindruck habe, dort sehr hohe Qualität zu einem extrem fairen Preis zu bekommen. Und das möchte ich euch in den nächsten Wochen zeigen. Vielen Dank, dass ihr reingeklickt habt. Freut euch auf die kommenden Wochen. Ich tue es auf jeden Fall. Bis dahin, euer Axel.